Der Trend bei Jeans? Vintage-Look. Es ist völlig verrückt, das zu machen. Jeans sollen aussehen wie gebraucht. Deshalb werden sie aufwendig kaputt gemacht, mit viel Chemie. Und in der Jeansproduktion arbeiten viele Kinder. Wie alt bist du? 14. Im Alter von 20 wird er ein Meister sein. In der Produktion von modischen Jeans gibt es viele Verlierer. Ein grosser Teil der Jeans, die man in der Schweiz bei uns kaufen kann, kommt aus der Türkei. Die werden zum Teil in Istanbul, in Strassen wie diesen, gefertigt von Arbeiterinnen und Arbeitern, die sehr, sehr tiefe Löhne bekommen, die zum Teil Tag für Tag Chemikalien ausgesetzt sind, die krank machen können. Ich will vor Ort schauen, wie prekär die Situation wirklich ist. Gemeinsam mit meiner türkischen Journalistenkollegin Nevin Sungur besuche ich eine Werkstatt nach der anderen. Doch filmen dürfen wir zunächst nicht. Tagelang klappen wir so Quartiere von Istanbul ab, in denen Jeans produziert werden. Nach NGO-Schätzungen arbeiten 3 Millionen Menschen im türkischen Bekleidungssektor. Wir wollen die Zustände dokumentieren. Doch eben zunächst ohne Erfolg. Ein Chef nach dem anderen schickt uns weg. Nach vielen erfolglosen Versuchen lasse ich die Handykamera mitlaufen. Währenddessen sucht meine Kollegin den Chef. Prompt läuft mir ein offensichtlich minderjähriger Arbeiter entgegen. Meine Kollegin Nevin Sungur kennt die Zustände in der türkischen Textilbranche. Für sie ist es keine Überraschung, dass wir mit der Kamera nicht willkommen sind. Die Unternehmer sehen, dass wir filmen. Das wollen sie nicht, weil sie nicht wollen, dass wir zeigen, dass sie minderjährige Kinder anstellen, die bloß 13, 14 Jahre alt sind. Sie wissen, das ist ein Verbrechen. Kinderarbeit ist nicht erlaubt, aber sie halten sich nicht daran. Auch, dass wir keine Angestellten finden, die mit uns über ihre Arbeitsbedingungen reden, ist für sie logisch. Sie haben Angst. Sie haben einfach Angst, ihre Jobs zu verlieren. Wenn sie ihren Job verlieren, können sie nicht überleben. Die finanzielle Situation in der Türkei ist so schwierig im Moment. Und es gibt viele Arbeitslose. Doch wir geben nicht auf und suchen weiter. Und plötzlich haben wir Glück. In diesem Gebäude treffen wir einen Unternehmer, der uns seinen Betrieb zeigt. Er hat ihn von seinem Vater übernommen. 35 Angestellte arbeiten in dieser Näherei. Bis zu 1100 Paar Jeans gehen pro Tag durch ihre Hände. Wie viele Werkstätten in Istanbul fertigt diese nicht eine ganze Jeans von A bis Z? Die Produktion ist in viele Schritte aufgeteilt. Die Hosen gehen von einer Firma zur nächsten. Es sind bis zu 10 verschiedene. Zurzeit produziert das Unternehmen Jeans der Marke Lee Cooper. Wie so viele Labels wird auch Lee Cooper auf Anfragen von Kassensturz nicht antworten. Wir erhalten die Aufträge nicht direkt von den Labels, sondern von einer der vielen weiteren Firmen in der Linie. Da lassen sich Preise nicht verhandeln. Auch er hat minderjährige Arbeiter angestellt. Er sagt, das sei kein Problem. Es sei wichtig, dass die Jungen früh lernen zu arbeiten. In der Innenstadt von Istanbul sind wir mit einem ehemaligen Jeansarbeiter verabredet, der für Angestellte in der Branche kämpft. Er ist der Leiter der Clean Clothes Campaign Türkei. Jahrelang hat Bego Demir als Sandstrahler gearbeitet. Nun kann er kaum mehr stehen. Das Sandstrahlen hat seine Lunge zerstört. Ich kann nur gut atmen, wenn ich sitze, aber wenn ich mich bewege, kann ich nicht richtig reden. Was er und seine Kollegen damals nicht wussten, Sandstrahlen kann tödlich sein. Meine Kollegen sind leider alle verstorben. Das ist mein Neffe. Er lebt noch, aber er kann wegen seiner Lunge nicht mehr arbeiten. Es ist der Verdienst von Bego Demir, dass Sandstrahlen heute verboten ist.
Früher war das die gängige Methode. Doch es gibt nach wie vor viele Probleme in der Branche. Beko Demir sagt, diese gelten für die Bekleidungsindustrie auf der ganzen Welt. Ursache seien häufig die zu tiefen Löhne. Der Grund für Kinderarbeit sind die zu tiefen Löhne. Wenn Arbeiter kein anständiges Leben führen können mit ihrem Lohn, dann müssen ihre Kinder in der Fabrik arbeiten, um die Familie zu ernähren. Alle Probleme beginnen mit dem Lohn. Deshalb bitten wir die Jeans-Labels, mit existenzsichernden Löhnen zu arbeiten. Es liegt in der Verantwortung der Jeans-Labels. Sie müssen Sorgfaltsprüfungen bei ihren Zulieferfirmen machen und die Probleme in ihrer Lieferkette erkennen und lösen. Wir fahren zu einer Fabrik, die Jeans für namhafte Labels produziert. Zum Beispiel für Super 3, Lacoste oder Ralph Lauren. Unser Team eingeladen hat Romain Nachsi. Er probiert, so nachhaltig wie möglich Jeans herzustellen. Doch auch er stößt an Grenzen. Er sagt, die Arbeit im Textilsektor in der Türkei werde immer schwieriger. Die größte Herausforderung ist es, einen fairen Preis zu erhalten für das Produkt, das wir herstellen. Es gibt einen großen Preisdruck, weil wir hier in der Türkei eine starke Inflation haben. Der Verkaufspreis von Textilien steigt zwar an, aber nicht so stark, wie es die Inflation verlangen würde. Das heißt, es entsteht großer Druck auf die Lieferketten, sehr billige Produkte einzukaufen. Auch hier erhält ein Großteil der Angestellten nicht mehr als den Mindestlohn von 435 Franken im Monat. Jedoch, hier dürfen wir Näherinnen und Näher zu ihrem Lohn befragen. Können Sie mit dem Geld, das Sie verdienen, in Istanbul leben? Es ist schwierig. Ich kann es so sagen. Wir leben zur Miete. Der Lohn, den wir erhalten, der reicht nicht. In dieser wirtschaftlichen Situation steckt zurzeit jeder hier in Schwierigkeiten. Es ist logisch, dass auch wir nicht im Überfluss leben. Ich versuche halt durchzukommen. Dass 435 Franken pro Monat in Istanbul nicht reichen, ist auch Romain Nachsi bewusst. Ein existenzsichernder Lohn wäre dreimal mehr. Der Mindestlohn ist wahrscheinlich zu wenig, um zu überleben. Vor allem, wenn nur eine Person in der Familie arbeitet. Wenn zwei, drei Leute arbeiten, dann reicht es. Um existenzsichernde Löhne bieten zu können, müssten uns die Marken die Möglichkeit geben, diese zu bezahlen. Die nächsten Arbeitsschritte werden wir in der zweiten Firma von Eriks filmen können, der Wäscherei. Die Wäscherei steht 100 Kilometer außerhalb von Istanbul in einer Industriezone. Sie heißt Eriks Blue Matters. Hier werden fertige Jeans kaputt gemacht, damit sie aussehen wie gebraucht. Für einen Arbeitsschritt braucht es einen Laser. Romain Nachsi erklärt uns, was in welcher Reihenfolge mit den Jeans geschieht. Das sind rohe Hosen. Das sind Hosen nach dem Lasern. Und das sind die gleichen Hosen, nachdem der Waschprozess abgeschlossen ist. Gemäß Waschrezept brauchen wir, damit diese Hosen wie gebraucht aussehen, 100 Liter Wasser. Und sie werden während circa 3 Stunden gewaschen. Damit, das kann man am Stoff erkennen, damit reduzieren wir die Haltbarkeit der Jeans. Wenn man Hosen kauft, wie diese rohen Hosen, sie werden über 10 Jahre halten. Aber wenn man ein paar Hosen kauft, die überwaschen sind, wie diese, künstlich gealtert, nach einem Jahr werden Löcher wachsen, am Knie und am Hintern. Braucht es dafür Chemikalien? Klar. Wir brauchen viele verschiedene Chemikalien. Benetzungsmittel, Dispergiermittel, Essigsäure, Natriumhypochlorid, Peroxide und Weichspüler auf Silikonbasis.
Sie haben robuste Jeans, zerstören sie, bis sie nicht mehr robust sind und verschmutzen dabei noch Wasser. Ja, das ist verrückt. Völlig verrückt, das zu machen. Aber die Mode hat zu diesem Trend geführt, dass da ein Designer in einen Secondhand-Laden geht, zum Beispiel in den USA, in Los Angeles. Dort findet er eine solche Hose, die ein Konsument 20 Jahre lang getragen hat. Er kauft sie und denkt, sie sieht super aus. Senden wir sie rum und machen wir 3000 Paar davon. Ja, technisch ist das möglich. Aber was ist mit den Auswirkungen der Produktion, wenn man ein paar Jeans künstlich altern lässt? Wollen Sie so arbeiten? Nein, so wollen wir nicht arbeiten. Aber wir sind eine private Firma. Wir müssen Bestellungen respektieren. Wir müssen aber auch bei Konsumenten das Bewusstsein schaffen, dass sie weniger Hosen kaufen sollen, weniger gewaschene. Und den Labels erklären, dass dieser Vintage-Look nicht sein muss. Ein Teil des Prozesses ist der Steinwaschgang. 350 Kilo Bimsstein hieven Arbeiter in die Waschmaschine. Dann werden die Jeans gescheuert. Dabei werden die Steine abgeschliffen, bis am Schluss eine dreckige Schlacke übrig bleibt. Jetzt sind ihr dran. Mich nimmt Wunder, habt ihr euch auch schon überlegt, wie ein Kleidungsstück, das ihr kauft, produziert worden ist, zum Beispiel ein paar Jeans. Was ist euch wichtig? Platz für eure Kommentare hat es hier. Romain Nachsi öffnet auch die Türe zum Chemikalienraum der Firma. All diese Mittel werden dazu verwendet, dass eine neue Jeans wie eine gebrauchte aussieht. Eines dieser Mittel ist Kaliumpermanganat. Und das wird hier angewendet, mit maximalem Schutz für die Arbeiterinnen. Der Geruch ist unangenehm und beißend. Kaliumpermanganat wird aufgespritzt, es soll den Stoff weiter bleichen. Ohne diesen Schutz kann es die Gesundheit schädigen und aus dem Abwasser müsste man es aufwendig entfernen. Häufig wird unter anderen Bedingungen gesprayt, wie wir später noch sehen. Kaliumpermanganat ließe sich ersetzen, aber das kostet. Wenige unserer Kunden, Jeans-Labels, sind sich dessen bewusst. Sie sagen, wir wollen kein Kaliumpermanganat, kein Hypochlorid verwenden. Aber wenn wir ihnen sagen, dass wir Ersatzchemikalien haben, die ein bisschen mehr kosten, fragen sie, wie viel? Ich sage, ca. 50 Eurocent pro Hose. Da antworten die meisten, okay, ich möchte beim Kaliumpermanganat bleiben. Ich will nicht einen halben Euro mehr bezahlen. Die vielen Chemikalien bedrohen nicht nur die Gesundheit der Menschen, sie verschmutzen auch das Wasser. Das interessiere die Modelabels jedoch nicht. Weil sie nicht für die Umweltverschmutzung bezahlen. Die Verschmutzung passiert ja hier. Sie sind nicht betroffen. Ich will wissen, wie kleinere Firmen Jeans bleichen. Auch da bekommen wir zunächst eine Absage nach der anderen. Immer wieder werden wir hereingelassen, dürfen uns in manchen Firmen sogar umsehen. Aber die Kamera muss draußen bleiben. Wir sind jetzt gerade in einer Parallelstrasse, wo es so riesige Hallen hat, zum Teil auch mehrstöckige Gebäude, wo die Jeans bleichen und den Used-Look machen. Es sind alles Männer am Arbeiten, es stinkt wie verrückt, also nach irgendwelchen Säuren. Es hat niemand Händchen oder irgendeine Maske. Und an einem Ort habe ich so ein bisschen angefangen, mit den Angestellten zu reden. Und habe sich so gefragt, wie alt sie sind. Und dann haben sie so gesagt, 13, 14, 16. Also da sind auch Kinder involviert in diesen mega giftigen Prozess. Dann geht doch noch eine Türe auf. Auch hier dieser beißende Geruch. Die Mitarbeiter ohne Schutzbekleidung. Der Besitzer beteuert, das sei alles völlig unbedenklich. Zurzeit brauchen wir Farbe, einfach Farbe. Kaliumpermanganat? Nein, es ist nicht Permanganat, einfach normale Farbe. Wir nennen es Sprayfarbe. Es ist nicht das alte Permanganat. Eine andere Technik? Eine andere Substanz.
Permanganat hat gestunken, es war schädlich. Das ist jetzt vorbei. Wir tragen keine Masken mehr heute, weil es keine Gesundheitsschäden macht. Doch der Arbeiter, der den ganzen Tag sprayt, sagt etwas anderes. Das ist Permanganat. Der Besitzer präsentiert stolz seine Firma. Und wir sehen, es sind bei allen Arbeitsschritten in dieser kleinen Fabrik Minderjährige beteiligt. Ein Kind von 15, 16 Jahren kann sich die Zusammensetzung von Substanzen viel besser merken. Er kann das. Wie alt bist du? 14. Im Alter von 20 wird er ein Meister sein. Der Chef zeigt die Anlage, in der sein Wasser aufbereitet wird, bevor es abfließt. Es sei alles in einwandfreiem Zustand. Das Wasser wird hier gefiltert und gereinigt und fließt dann ins Abwassersystem. Wie effizient dieses Reinigungssystem wirklich ist, wissen wir nicht. Tatsache ist, viel Wasser aus der Textilproduktion fließt noch immer verschmutzt ab. Der Fluss Ergene ist stark belastet. Er fließt durch eine Gegend mit hunderten Textilfirmen. Wir treffen 4 Anwohnerinnen. Für sie ist der Fluss ein Albtraum. Der Gestank ist fast nicht auszuhalten. Bürgervertreterin Julia Perin erklärt das Problem. Alles, was mit dem Fluss Ergene verbunden ist, riecht nach Tod. Es sterben junge Menschen, Kinder. Alles, was wir essen, ist vergiftet. Wir haben keine gesunden Tomaten oder Salat. Gleich neben dem Fluss ein Wohnquartier mit dem sinnigen Namen Gesundheitsviertel und eine Turnhalle für Kinder. Ich wache in der Nacht immer wieder auf wegen diesem Gestank. Wie soll ich ihn beschreiben? Wie verfaulte Eier kombiniert mit dem Geruch von Abwasser. Wir haben 2 Familienmitglieder verloren. Sie hatten Krebs. Die Anzahl von Krebskranken steigt in unserer Region. Das Problem sei, dass Fabriken in der Gegend zum Teil stark krebserregende Substanzen in den Fluss abgelassen haben oder das immer noch tun. Dieser Fluss war nicht immer so dreckig. Das Wasser war sauber, als Kind konnte ich davon trinken. Die Frauen fühlen sich ohnmächtig, denn die Situation wird immer schlimmer. Unsere Region stirbt, so ein lebendiger Ort. Unsere Luft ist verschmutzt, unser Wasser, unser Boden. Und die Verschmutzung wird sich ausbreiten, von hier aus nach Europa. Umweltverschmutzung, Gesundheit ruiniert und Kinderarbeit. Das alles nur für einen Modetrend. Wenn euch die Reportage gefallen hat, findet ihr hier mehr, zum Beispiel ein Stück über Haselnüsse aus der Türkei. Ich freue mich selbstverständlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert.